Ja, hallo, liebe Modulfreunde, ich bin's, der Tenshi, und wir spielen heute Modulfabrik 2.0. Ja, das ist ein ganz schönes Spiel. Es ist neu und es ist schön. Und es ist ein Spiel. Also alles das, was wir brauchen. Okay, Leute, passt auf. Es geht los, wir wollen immer noch Gottmodule bauen. Problem ist nur, wir haben noch nicht die Montagemaschinen, aber daran forschen wir gerade. Könnten für meinen Geschmack aber mal schneller gehen. Ich weiß aber nicht, ob wir unsere Forschungslabore einfach mal aufstocken, weil ich weiß nicht, ob wir genug Zeug haben. Also rote scheinen wir ja einige herzustellen, aber die gehen uns langsam auch aus. Wobei ich jetzt auch mal sagen könnte, dass wir hier vielleicht einfach mal die Maschinen ersetzen. Mal mit schnelleren Maschinen, das wäre schon mal ein Anfang. Die grünen scheinen okay zu sein. Da arbeitet eine momentan. Wenn wir da mal die Gottmodule haben, Leute. Oho, dann geht's ab, Leute. Mit den Gottmodulen ist das easy. Ja, und so wird das jetzt alles hier hergestellt. Ich baue gleich noch ein paar mehr davon. Also eine mehr. Und das dürfte eigentlich funktionieren, aber ich habe gar keinen Platz mehr zum Aufstocken, sehe ich gerade. Lassen wir es einfach erstmal so, wie es ist. Das wird schon funktionieren. Soll das Ding durchgeforscht werden und dann gucken wir mal weiter. Wir müssen eh noch die Logikplatinen basteln für die Gottmodule 2. Und da fragt man sich jetzt natürlich, wo wollen wir jetzt hinbauen? Also das hier sind ja normale. Ja, das sind so normale Module, die wir eventuell auch noch brauchen für diverse Sachen. Und das wird ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie weit wir hier noch gehen müssen. Ich kann ja mal ungefähr abschätzen. Also wenn wir jetzt sagen, hier kommt dann, warte mal, die brauchen wir eins dazwischen Platz. Also hier, das sind die Dreier, Vierer, Fünfer. Ich glaube, höher als fünf werde ich wahrscheinlich nicht machen. Abgesehen davon, oh ja, es ist fertig. Oh, schön, schön. Kann ich jetzt das hier bauen? Nein. Nee, verfügbar. Doch, kann ich. Bam. Abgesehen davon ist hier auch schon jetzt schon kein Platz mehr. Wir könnten jetzt nochmal weitergehen. Dann sind wir bei den Sechsern. Aber ich glaube, mehr als sechs machen wir nicht. Soll ich hier bauen? Weil die Forschung werde ich, glaube ich, auch nicht mehr so krass aufstocken. Ja, mal gucken, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Platz. Das ist ganz klar. Aber hier ist echt kein Platz mehr. Hier drüben zu bauen ist auch irgendwie doof. Na, passt auf. Wir machen das einfach mal so. Ich baue das mal hier. Hier werden wir, glaube ich, nichts mehr machen. Also vielleicht ein kleines bisschen mehr erweitern. Ich setze das mal hin. Also was brauchen wir denn überhaupt? Das ist erstmal die erste Frage, glaube ich. Geschwindigkeit ist ja das Erste, was wir hier haben. Geschwindigkeits-Logik-Platine. Die würde ich gerne bauen. Dann müssen wir das anfordern. Das, das und das. Und ich glaube, dass tatsächlich alle das gleiche Rezept haben. Wenn ich jetzt hier mal gucke. Transistor indikiert L. Ne, hier. Logik, Logik. Die haben genau das gleiche. Das heißt, mit einem Doppelband könnten wir das gut anfordern und auch abschicken. Ja, easy. Hier oben, ich weiß, dass wir uns hier nicht mehr ausbreiten werden. Weiter geht's nicht. Das ist jetzt schon das Weiteste, was geht. Also bauen wir das da oben einfach hin. Ich würde sagen, wir lassen oben das anfordern. Mit einem Band. Das hier vielleicht nochmal irgendwann woanders hinsetzen. Das werden wir dann sehen. So. Eins, zwei. Wir haben jetzt hier ein Doppelband. Muss aber auch doppelt beladen werden. Dementsprechend müssen wir eh noch ein bisschen umbauen. Ich glaube, ich werde das mal ganz anders machen. Huch. Entschuldigung. Ich baue das so. Okay. Und dann geht das hier zusammen. Jetzt fragt euch natürlich, wie ihr wollt. Ach, ja, Tenji. Ich brauche mehr Platz dazwischen. Also, wir machen hier Anforderungskisten. Eins, zwei. Und dann so. Dann intelligente Knickarme. Wir haben ja noch ein paar rumliegen. So, und dann schauen wir mal eben, was die brauchen. Die Logikplatine braucht Logikplatinen. Logisch. Klingt irgendwie logisch, ne? Logikplatinen braucht das Ding. Logik. Modullogik. Modullogikplatinen. Von mir aus 200. Schmeißt alles da rein. Ist mir egal. Transistoren brauchen wir auch noch. Das kommt dann hier rein. Transistoren.
Die waren hier bei Zwischenprodukte. So. Dann kriegt der die Transistoren und der kriegt hier die Logikplatinen. So. Dann haben wir jetzt schon mal das und das. Ach, stimmt. Die müssen nochmal weg. Da müssen dann kurze ran. Integrierte Schaltung und Lötmittel. Also Lötmittel und integrierte Schaltungen. Sehr schön. Haben wir noch naheliegende intelligente? Langer, kleiner, intelligenter. Okay, langer, kleiner ist ein bisschen dumm. Brauche ich nicht. Ich brauche einen kurzer, intelligenter Greifarm. Den brauche ich. Einen kurzen und... Ja, noch einen kurzen. Zwei Stück brauche ich. Die kommen hier hin. Einmal da und einmal da. Du holst dir die raus und du holst dir das Lötmittel raus. Jetzt sollte das eigentlich funktionieren. Hier mal ein bisschen den Strom anpassen. So, und die anderen sollten das ja dann auf nahe legen. Dann haben wir jetzt ein Doppelfließband. Wir können also dann direkt hier anfangen zu arbeiten. Also ich glaube, wir brauchen vier Stück erstmal nur. Das würde erstmal reichen. Und zwar, das sind von nur die Hauptteile. Und zwar die Geschwindigkeitslogikplatine. Die Effektivitätslogikplatine. Die Produktivitätslogikplatine. Und die Umweltreinigungslogikplatine. So. Die vier Sachen brauchen wir. Und weh, ich habe das irgendwo schon gebaut. Wir können ja mal gucken. Ich habe das ja mal angefordert. Ist mal was davon angekommen hier? Nö. Also haben wir es noch nicht gebaut. So einfach ist das. Alter, die FPS-Zahl. Entschuldigung. Hat man ja zum Glück nicht gehört. Okay, wir haben einen Haufen schnelle Knickarme einstecken. Wir bräuchten aber noch ein paar lange. Nicht die beförderten, sondern die richtig normalen langen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die hier billiger sind. Ja, die sind bestimmt billiger. 1, 2, 3, 4 Stück brauchen wir mehr nicht. Die schnellen kann ich aber auch schon mal, kann ich schon mal hinsetzen. Mal so. Okay. Dann muss das ja noch ausgeladen werden. Okay. In Anbieterkisten. Okay, das ist schon mal fertig. Dann, wie sieht es mit dem Strom aus? Den machen wir mal ganz frech. Können die machen wir ganz frech so hier, weil das einfach cool aussieht. Aber Mist, da unten ist jetzt noch nichts. So. Ich weiß auch nicht, was gerade mit meiner Stimme los ist. Ich musste mal husten. So. Und so. So, die langen Dinger haben wir fertig. Das sind... Hä, wieso denn nur bis zwei? Ach, lange intelligente hier. Die wollen wir haben. So. So, so und so. Fließbänder ein bisschen verlängern. Okay. Und schwuppdiwupp kann angefangen werden. Jeder holt sich das, was er braucht. Es fehlt aber noch was. Oder? Ja, die Dinger fehlen. Haben wir die nicht in der Anbieterkiste drin? Oder sind die vielleicht leer? Hier wurden sie eigentlich auch angefordert. Nee, wurden sie nicht. Hey, werden die hier nicht angefordert? Brauchen wir die nicht für Gottmodule 2? Okay, ist noch nicht fertig, deswegen dauert das noch ein bisschen. Ich guck mal, ob die Anforderungskiste sind. Oder ob die einfach nur in einer Kiste vergammeln. Es ist eine Holzkiste. Zum Glück habe ich noch so eine. Ich habe, glaube ich, gerade ins Mikrofon gepustet mit meiner Nase. Weil der Blobschutz nicht richtig aktiv war. So, jetzt wird das auch noch abgeholt. Dann wird hier auch noch weiter gebastelt und so weiter. Ist mal ganz cool, dass das hier alles funktioniert, dass wir das alles schon haben. Warum nicht? Golden so. Ich weiß gar nicht, warum wir das gemacht haben. Für irgendwas brauchte ich die. Ich glaube, ich habe da was per Hand gebastelt gehabt. Das könnte sein, dass ich was per Hand gebastelt habe. Na gut. Ist aber ganz schön. Da haben wir das jetzt wenigstens schon fertig. Und dann könnten wir rein theoretisch, müsste es funktionieren, jetzt auch schon Gottmodule zu bauen. Gottmodule 2 zu bauen. Ich brauche bloß noch die Automatisierung 4. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt. Ansonsten ist alles da. Oder? 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 Warte mal. Hier wird irgendwas nicht ganz... Integrierte Schaltungen kommen nicht. Nein, ich habe Skype nicht weggemacht. Oh. Tut mir leid, dass Skype noch an ist. Wer hätte gedacht, dass in die Uhrzeit noch Leute auf online kommen. Na gut. Hey.
Was ist los mit den integrierten Schaltungen? Haben wir die überhaupt irgendwo im Angebot? Haben wir drüben welche geliefert bekommen? Ich glaube nämlich nicht. Nein. Wir haben keine integrierten Schaltungen. Haben wir die überhaupt für irgendwas mal gebraucht? Bauen wir die irgendwo? Also ich kann es mir gut vorstellen für die Dinger. Nein, haben wir nichts. Okay, dann gehen wir mal rüber zu den etwas Advanced-Logik-Dinger. Ob da was ist. Boah, das stottert. 50 FPS ist doch Wahnsinn. Lötplatten sind hier. Ich glaube... Ach, hier. Hier bauen wir die. Aber wir zapfen die nirgendwo ab. Okay, dann machen wir das einfach hier direkt rein. Machen wir noch eine Anbieterkiste. Das ist echt ausgegangen. So. Und dann holen wir uns intelligenten Knickarm. Und der holt sich das jetzt. Yeah, lecker. Natürlich nur ein Slot. Wir wollen ja nicht übertreiben. So, dann kann der wieder ein bisschen arbeiten. Säure ist hier anscheinend noch da. Sehr viel sogar, weil... Ach, hier haben wir... Wahrscheinlich fehlt deswegen überall Säure, weil der so viel angefordert hat, dass er auch gar nicht braucht. Eigentlich bräuchte er nur ein Fass auf Lager. Machen wir einfach mal zwei. Zwei sollte eigentlich mal locker reichen hier. So, und der arbeitet jetzt die Säure schön weg. Irgendwann sollte hier auch dann auch mal ein leeres Fass wieder rauskommen. Dauert aber noch Ewigkeiten. Gut, dann haben wir das auch. Oh, die Automatisierung dauert nur ewig. Ich schau mal kurz, was braucht man denn dafür eigentlich? 300 mal 6, 300. Okay, dann schauen wir mal, ob wir nicht doch irgendwann mal anfangen können, zu erweitern. Das glaube ich dann doch nicht so schlecht. Wenn wir damit irgendwann mal anfangen könnten, hier ein bisschen mehr rauszuholen. Gut, ich glaube, das wird so nicht funktionieren. Vielleicht sollten wir mit uns eine neue Stelle aussuchen, wo wir forschen. Und an dieser neuen Stelle müssen wir dann diese ganzen Sachen anfordern. Die Flaschen und so weiter. Dass wir uns das dann anfordern, die das dann machen. Das Problem ist zum Beispiel auch, dass wir mit den Grünen nicht mehr weiterkommen. Wir können die nicht erweitern oder so. Wir können da nur neue draus basteln. Beziehungsweise auch das gleiche mit den Roten. Wir können die ein bisschen verschnellern. Ah, der hier unten geht gar nicht, weil der keine Zahlenräder kriegt. Und wenn wir da eigentlich Gottmodule drin sind, Leute, dann verdoppeln wir das. Also verdoppeln wir den Output vielleicht nicht direkt, aber ungefähr. Ungefähr kommt dann schon was Ordentliches raus. Okay. Jetzt momentan läuft das ja alles ganz gut. Ich frage mich, ob ich gerade um die Ecke... Ich würde um die Ecke kommen. Hier sind ja nur Platz. Müsste ich gleich das Kupfer hier wegmachen. Aber dann komme ich um die Ecke. Kann hier vielleicht nochmal nach oben fahren und hier nochmal genug von den Dingern hinsetzen. Das sind 3x3. 3x3 sind die groß. Das gesamte Ding ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, das hier könnte man verschieben. Das ist kein Ding. Das könnte man eigentlich verschieben. Nach hier hinten noch. Ja, easy eigentlich. Beziehungsweise möchte ich es nicht ganz verschieben. Ich werde einfach... Kopieren wir das. Baue es einfach jetzt ganz frech hier hin. Ach, kann ich nicht kopieren. Na, ist nicht so schlimm. Das ist ja bei Zwischenprodukte gewesen. Alien-Artefakte. So. Dann hat man da wahrscheinlich die Module drin. Okay. Die Kiste. Da wird es ein bisschen Anforderungskiste. Die fordert 10 von Alien-Artefakten an. Okay, der hat schon was genommen. So. Danke. Na. Mir fehlen noch Fließbänder. Nein, ich kann keine Fließbänder machen, weil ich kein Eisen habe. Warum wird mir kein Eisen gebracht? Was ist los mit euch faulen Roboter? Als ob hier einfach mal Eisen das Problem wäre, mit Eisen zu bringen. Da ist jemand mit Eisen. Da hole ich mir selbst Eisen. Weil Eisen haben wir ja jetzt eigentlich genug. Durch unsere neue Schmelze haben wir, glaube ich, so schnell keine Probleme mehr. Da mal ein bisschen was zu machen. So. Dann Greifarme hier, Greifarm da. Ja, warte mal, das ist ein naheliegender Greifarm gewesen. Nee, das war schon richtig so. Okay. Strom kommt daneben einfach. Eine Anforderungskiste kommt hier hin. Dann schmeiße ich da Alien-Artefakte rein. Wieso sind das nur 9? Hätte ich nicht gerade 12 hier drin? Hä? Habe ich mich wahrscheinlich gerade verguckt. Ich bin mir sicher, ich habe mich nur verguckt. Alien-Artefakte.
So. Und schon arbeitet er wieder und dann haben wir hier genug Platz, um uns das hier einfach zu kopieren. Und das werden wir auch tun, weil ich habe keinen Bock, das alles zu bauen. Also dementsprechend müssten wir jetzt eigentlich nur ein paar von denen hier bauen. Und wir brauchen noch 8 Labore. Für Labore weiß ich nicht genau. Labore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich eine Blueprint, also eine Blueprint raus und dann kopiere ich mir das einfach dahin. Das Ding machen wir weg. Kupfererz müssen wir uns irgendwo auch nochmal besorgen. Das wäre ganz gut, wenn wir das mal machen würden. So, dann kommt das da hin. Dann kann ich mal die Blaupause. Ich habe leider keine. Müsste mir eine herstellen, was ein bisschen doof ist, weil ich jetzt alles andere vorher mache. Naja. Ach, Knickarme. Langer Greifarm. Das sind alles lange Greifarme und lange Greifarme. Okay, auch kein Problem. Greifarme an sich habe ich keine mehr. Vielleicht doch ein Problem. Also, ich brauche normale Greifarme und zwar sind das wahrscheinlich auch 8. Machen wir einfach 10. Und lange Greifarme machen wir auch mal 10. Wobei das, glaube ich, sogar mehr sind. Weil, warum sollten das mehr sein? Okay, so habe ich immer doppelt. Achso, das ist immer schon für die nächste. Okay. Dann dürft ihr eigentlich alles haben, was ich bräuchte, um mir das einfach rüber zu kopieren. Weil ich so ein faules Schwein bin. Dann wird das hier runtergehen. Um die Ecke. Dann ist das hier eins. Ich habe so wenig Fließbänder gebastelt. Ich dachte, ich habe mehr gebastelt. Ärgerlich. So, dann können wir es ein bisschen automatisieren. Wie man sieht, fehlt es aber schon wieder an den blauen. Da werde ich schon wieder keine intelligenten Knickarme bekommen. Lass ich mir welche anliefern? Nein, die hat einfach nicht hergestellt. Ich dachte, das Problem haben wir schon mal versucht zu lösen. Hier ist alles voll. Das sind die immer noch diese Schaltkreise. Ah, ich puste immer ins Mikrofon. Das nervt mich ein bisschen. Ich will nicht ins Mikro pusten. Es tut mir leid. Es fehlt. Ja, an diesen an diesen Dingern hier. Haben die wenigstens genug Ausgangsmaterial? Naja, kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, mit den Gottmodulen wird das dann alles ziemlich cool. Ja, es liegt ja auch nicht daran, dass sie zu langsam arbeiten. Das Ausgangsmaterial fehlt einfach. Das sind die Dinger, die immer noch fehlen. Hier. Ja, da müssen wir da ein bisschen was machen, weil es, ich kopiere es mir jetzt trotzdem erstmal alles. Wir machen jetzt gerade die Vorbereitung, da kann ich ja trotzdem dann erstmal sagen, dass wir das trotzdem schon mal kopieren, diese ganze Laborsache, weil wir brauchen auch einfach mehr, weil die Forschung ja immer länger dauert, da bräuchten wir schon ein bisschen mehr. Aber wir bräuchten auch mehr von dem Zeug hier und da wird es langsam Zeit, dass wir da ein paar Module mit reinschmeißen. Habe ich zufällig welche einstecken? Nein, soweit ich sehe, erstmal nicht. Okay. Doof. Mit Gottmodulen ausstatten, das bringt dann schon ein bisschen was, aber auch nicht so viel. Wir schauen mal, wo die Dinger hergestellt werden. Die sind ja wieder hier hinten. Wir haben ja bis eine Maschine dafür. Nein, wir haben 3 Maschinen dafür. Boah, ist das alles voll. Haben wir zu wenig Roboter? Wir haben 0 von 137 verfügbar. Oh, wir haben zu wenig Flugroboter. Boah, krass. Unsere Flugroboter sind überfordert. Krasse Scheiße. Wir haben zu wenig Flugroboter. Logistikroboter dafür. Nice, Mann. Ist schon witzig irgendwie. Dann schauen wir mal hier unten, wo die hergestellt werden. Ob wir die Produktion wieder anwerfen können. Ich weiß aber nicht, ob das Rezept ist, glaube ich, geändert worden, oder? Nein, Flugrobotergestelle sind noch da. Nee, ist nicht geändert worden. Ja, dann werfen wir das mal wieder an hier, das ganze Ding. Bauen wir wieder ein paar, mein Freund. Ich brauche ein paar Logistikroboter. Die sind einfach zu langsam hier. Zu wenig. Ja, kein Wunder, wenn die alle zu mir fliegen und mir das Zeug bringen wollen. Ah, kein Wunder, kein Wunder. So, hier haben wir ein bisschen Platz, Leute. Hier werde ich noch was anderes umsetzen, was auch in den Kommentaren geschrieben wurde. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Hier in die Ecke, das ist gut. Ach, das machen wir jetzt. Ja, jetzt ist ein bisschen schwierig. Und zwar wollte ich hier eine kleine, ein bisschen Logistikkisten hinklatschen. Oh, ich habe sogar noch 3 Lagerkisten, das ist gut. So, einfach mal, damit die hier irgendwo rumliegen, die Kisten. Noch habe ich nichts zum Wegwerfen dabei. Aber, um das mal zu demonstrieren, ich könnte jetzt zum Beispiel... Doch, ich habe ein paar Sachen, die ich nicht haben will. Das will ich nicht haben.
Die Waffe will ich nicht haben. Die Waffe will ich auch nicht haben. Und ich brauche auch die Munition nicht mehr, weil ich benutze hier Oki-Sachen, also brauche ich auch die Munition nicht dafür. Ich hoffe, mir wird das mal abgeholt irgendwann hier, der Scheiß. Okay, dann wird der nämlich dann irgendwann fliegen die mal zu mir und holen sich das eigentlich. Wie sollten die, würden die das machen? Aber im Moment holen die sich eher Steine für mich. Holt meinen Müll ab! Los, holt meinen Müll ab! Warum holt ihr meinen Müll nicht ab? Ja, ist schon komisch, ne, dass sie mir das nicht abholen. Ja, was ist da los? Keine Ahnung. Wir bauen weiter. Und zwar mit der Blaupause machen wir jetzt das, was ich machen wollte. Wir kopieren. Nein! Das war die falsche Taste. Ah. War mir gerade nicht so sicher, mit welcher Taste ich das machen muss. Ach, fuck. So, jetzt aber. So. Okay. Ja, die Fließbänder sind dann vielleicht ein bisschen dumm. Weil die ein bisschen falsch sind, aber... So, ich habe das ja hier. Da fliegen sie schon direkt aus meinem Inventar raus und bauen für mich. Macht ihr nice, meine kleinen Freunde. Nice, nice, nice. Dann baut mal. So, das war die Intention dahinter, weil das geht, glaube ich, tatsächlich einen Tick schneller, als wenn ich das jetzt versuche, selbst dahin zu bauen. Wobei ich jetzt die Fließbänder abändern muss. Die müssen jetzt nach oben und nicht nach unten. Na? So lässt er mich das nicht. Ach, die sind auf die gleiche Richtung gedreht gewesen. So. Okay, jetzt müssen wir kurz schauen. Ist eigentlich egal, worum hierum das jetzt geht. So. Okay, das haben wir fertig. Oh yeah. Schön. Schönes Ding. Ein bisschen übertrieben jetzt, das muss ich gestehen. Weil, na, ihr wisst schon, jetzt arbeiten zwar ein paar mehr, aber irgendwie arbeiten nicht alle und klar. Ich habe jetzt, glaube ich, ein paar von den... Wieso wird mein Zeug nicht abgeholt? Wieso wird das nicht abgeholt, mein Zeug? Lagerzeit für das Logistiksystem. Langzeitlager, ja. Warum holen die mein Zeug nicht ab? Haben wir einfach keine Leute? Immer noch keine Zeit? Verfügbare 0 von 151, aber trotzdem müssten doch irgendwann mal irgendjemand Zeit haben, mir das Zeug abzuholen. Ist aber komisch. Ha. Wir müssen mal ein bisschen helfen. Wir werden mal hier ganz frech. Na, bleib mal stehen. Die hier rausholen. Dann rennen wir mal schnell ganz frech hier rüber. So. Dann laufen wir da rüber und bringen die mal persönlich da rein. Damit das einfach ein bisschen schneller geht. Ich will doch nur meine Automatisierung 4 haben, ey. Ach, die arbeiten hier drüben natürlich schon wie die Besessenen. Vielleicht sollte ich hier nochmal ausmachen. Damit die noch nicht gebaut wird wie sonst was. Mal gucken. So. Sollten, von mir aus sollen sie ja arbeiten. Das ist ja eigentlich kein Ding. Dürfen ja arbeiten, was sie wollen, aber So. Arbeitet schneller. Los, arbeiten. Sehr schön, dann wird hier ein bisschen was gemacht. Ob das jetzt reichen wird, ich habe keine Ahnung. Und sieht auf jeden Fall ganz interessant aus hier, dass wir hier noch mehr Dinge haben. Wir haben jetzt 16 von den Teilen, 16 Labore, die alle nicht arbeiten können, weil es einfach an den Grünen fehlt. Und an dem, nee, an den Blauen fehlt. Und an den Grünen. Die Grünen könnte man, das Ausgangsmaterial ist ja da, die könnte man ein bisschen verschnellern, damit die schneller arbeiten. Ja. Mehr ist es ja nicht. Man könnte vielleicht noch schnellere Einladungen machen, damit es sich schneller einlädt. So. Okay. Ja, die Blauen, da fehlt's einfach. Da fehlt's einfach. So, ab und zu würde ich gerne gucken, wie es aussieht mit den verfügbaren Robotern. Immer noch null. Wo fliegen die eigentlich hier rüber? Stein bringen die hier rüber. Ach so, wegen dem Zeug.
Wie sieht denn das aus hier? Hier fehlt die Dinger. Da hapert es ein bisschen. Dauert also doch eine ganze Menge. Eine ganze Weile, bis ein Logistikdings hergestellt ist. Eigentlich könnte man hier mal kurz das Rezept stoppen. Und schon mal gucken, wie teuer die anderen waren. Da gab es ja die schnelleren Flugroboter eigentlich. Ich weiß bloß nicht, wo die gerade waren. Bobs Materialien, Bobs Zwischenprodukte. Wo ist denn hier das Logistikzeug gewesen von den anderen? Yooki. Yooki wird es natürlich nicht gewesen sein. Ditech Power. Nein, Militär. Natürlich nicht. Zwischenprodukte? Materialien? Zwischenprodukte? Wo waren denn die besten Drohnen? Oder wir haben die noch nicht erforscht. Das kann natürlich auch sein. Ach, hier sind die. Na, natürlich, bei Bobs Logistik. Na, hier die MK2 würde ich dann eher bauen. Was brauchen die? Die brauchen Flying Robot Frame MK2. Flying Robot Frame. Boah. Bobs Logistik, Bobs Zwischenprodukte. Den hier braucht er. Elektromotorbestandteile, Batterie, erweiterte Schaltung, Aluminiumplatten. Der braucht das hier gar nicht. Der braucht. Okay. Aber er braucht ja noch die Einser. Die Einser braucht er ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Ja, er braucht dann auch den normalen. Also den normalen, der müsste dann weitergeleitet werden in den nächsten, der ein bisschen mehr braucht. Mal schnell gucken. Haben wir denn das alles? Wir haben alles dafür. Sind das ja Elektromotorbestandteile? Ja, das haben wir auch. Das heißt, wir könnten direkt hier eine Fabrik bauen, die ich jetzt natürlich alles schon verscherbelt habe, aber ich habe noch eine langsame Fabrik. Da, ein paar davon sogar. Dann könnte man direkt hier die Dinger einladen. Die Motorbestandteile. Und man könnte den Rest anfordern lassen mit einer Anforderungskiste, die ich gerade nicht einstecken habe. Deswegen geht das gerade nicht. So, lass mal anfordern, dass ich den Rest... Ja, ist eine gute Idee, Mann. Eine gute Idee. Ja, das war doch keine gute Idee. Weil hier wird ja bloß der Frame hergestellt. Und der wird dann weitergeleitet. Das heißt, dass der hier doch noch woanders hingeht. Kriege ich hier unten noch eine Maschine rein? Eigentlich schon, weil das hier könnte ich ein bisschen nach unten verlegen. Ist kein Ding. Das heißt, dass hier das Endprodukt hergestellt wird. Also, der MK3, den würde ich natürlich auch herstellen können. Aber dann müsste ich den Frame MK3 machen. Was braucht denn der Frame MK3? Ne, die Ionenbatterien habe ich nicht. Keine Ahnung. Und Titaniumplatten habe ich auch nicht. Ich mache lieber erstmal den MK2. Das ist schon mal ganz cool. Also der kommt dann hier rein, der MK2. Ja, Moment mal, nicht das. Nein, das Endprodukt soll da reinkommen. Das hier, der MK2. Der soll da rein. Okay. Der braucht dann Logistikroboter, die kommen von oben. Und der Flying-Roboter kommt von da. Das heißt, ich mache hier nochmal wieder an. Dann könnt ihr hier schon mal weiter basteln. Okay. So. Und von unten müsste dann das andere Ding da reinkommen. Er müsste da sein. Okay, das heißt, hier muss ich... Anforderungskiste. So mache ich sowas Komisches, ey. Ach so, weil ich einfach hier... Ach so, hier wird angefordert für da und für da. Ah, ich verstehe. Na gut, kein Ding. Wir machen es einfach ein bisschen weiter runter. Mal kurz gucken. 1, 1, 2, 3. Da machen wir hier hin das Ding so. Dann kopieren wir das. Oder mal so, so. Ne? Genau. Dann bauen wir 2 intelligente Knickarme. Wobei intelligent eigentlich auch blöd wäre. Blöd ist. Warum soll ich intelligente nehmen? Ich kann auch ganz normal schnelle nehmen. Beziehungsweise naheliegende. So. Okay. Kann weg, kann weg, kann weg. Hier mache ich mal die Platten persönlich rein. Wenn ich das jetzt so mache und das dann um die Ecke geht, dann dürfte es auch funktionieren. Genau. Das heißt aber, ich muss trotzdem erstmal hier lang gehen. So, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch, dass... ich weiß, dass natürlich... hier eigentlich Platz sein sollte für Erweiterung, aber ob ich diese Alien-Brennstoffzellen jemals erweitern werde,
Ich glaube es ja nicht. Außerdem werden nicht mehr hergestellt. Warum nicht? Unicorp N4 fehlt schon wieder. Oder immer noch. Hä, wo wird das? Ach, da. Puh, da müssen wir eigentlich auch mal was machen, ey. Nachher gehen uns die Brennstoffzellen aus. Dann wird es richtig eklig. Dann wird es richtig eklig. Na gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier Platz für das andere. Komm dahin. Wir müssen die ja noch verbessern irgendwann. Damit es ein bisschen schneller geht, also baue ich das jetzt schon mal. Also, die Anforderungskiste, die ich hier gemacht habe und das hier oben, muss ich hier nicht machen. Was ich machen kann, ist aber hier um die Ecke gehen. So. Dann kann man das hier wieder reinmachen. Dahin. Und du gehst dahin. Das ist dann die Kiste. Anforderungskiste. Und hier wird der Frame hergestellt. Easy, Mann. Oh nein. Wir haben schon wieder 30 Minuten. Warum sind die Folgen immer so schnell zu Ende? Fuck, Mann. So. Schmeiße ich schon mal allein. Ist schon mal selbst rein. Ja, sorry. Das muss ich jetzt auf jeden Fall noch einstellen. Also, Batterien, das und Aluminiumblatt. Okay. Puh. Batterien. Ja. Das habe ich schon wieder vergessen, was das war. Ich weiß auf jeden Fall, dass es Aluminiumplatten waren. Und da bin ich mir nicht sicher. Bei Bobs Materialien waren die, glaube ich. Aluminiumplatten. Oh, was war das andere? Ach, hier, erweiterte Schaltung. Und natürlich die Elektromotor brauchen wir nicht. Erweiterte Schaltungen sind nicht mehr bei Zwischenprodukte drin, sondern irgendwo anders. Nein, nein, schon bei Bobs Zwischenprodukte, ja. Erweiterte Schaltung. So. Wird dann hoffentlich irgendwann angeliefert. So. Ja, ein bisschen höher setzen. Weil da kommt ja noch ein Knickarm, der das dann nach oben bringt. So. Und der, stimmt ja, ich habe ja hier ein komplettes Vakuum verpasst. Ich habe ja den Roboport abgestöpselt. Hier ist ein komplettes Loch. Aber ich habe hier noch einen MK2-Hanger, okay. Den wollte ich eigentlich woanders hinsetzen, aber ja, den setze ich woanders hin. Jetzt ist natürlich dann da ein Vakuum. So ein kleines Loch ist dann da und genau da wird natürlich angefordert. Okay, dann nehme ich doch den MK2. So. Das ist natürlich kein Strom. So. So, das sollte eigentlich funktionieren, wenn dann hier das Zeug mal angefordert oder auch angebracht wird oder langgebracht wird, wie auch immer man das nennen soll. Sollte aber eigentlich gebracht werden. Irgendwann mal, wenn genug Roboter überhaupt verfügbar sind. Was es nicht ist. Es werden aber 6 Batterien angeliefert. Das ist da auch schon mal was. Ne? Habe ich gleich noch welche einstecken von dem ganzen Kram? Hier habe ich noch ein bisschen was. Ein paar erweiterte Schaltungen. Aluminiumplatten habe ich auch noch ein paar einstecken. Und ein paar Batterien. Dann könnte ich schon mal anfangen, ein paar dieser schnellen Dinger zu basteln. Werden wir gleich sehen. Gleich wird es soweit sein. Oder auch nicht. Das dauert ja ewig. So. Oh yeah. 33 Minuten sind wir schon in der Folge. Oh mein fucking Gott. Okay, aber gleich ist es soweit. Ja. Ja, gleich kommt ein Superschneller. Naja, Superschnell kann man nicht sagen. Ist eine zweite Stufe. Aber ist auf jeden Fall schneller als anderen. Ja, ein bisschen schneller ist es auf jeden Fall. Müssen wir irgendwann erweitern für Dreier oder so. Werden wir sehen. Wir müssen irgendwann ja alle einsacken und dann das ganze System irgendwie abändern. Puh, okay. Dann haben wir soweit das geschafft. Die Automatisierung 4 ist noch nicht durch. Ich werde, bevor wir die nächste Folge aufnehmen, werde ich warten, bis die durch ist, die Forschung. Es arbeiten ja momentan nur 2 Labore. Ist echt scheiße. Vielleicht werde ich in der Zwischenzeit noch diese intelligenten Knickarme, die wir so dringend brauchen, per Hand herstellen. Ja, das werde ich dann wahrscheinlich tun. Na gut, aber bis dahin würde ich sagen, ich bin Tenshi hier von Subs Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.